Was merken kann ich für Lieder für euch? Moin. Ja, das hat sich jetzt mehr zufällig ergeben. Ich habe Markus eigentlich vorgestern noch gesagt, ich bin hier nicht zum Winken hergekommen. Jetzt hat gestern in Brandenburg das Volksbegehren gegen Massentierhaltung 100.000 Stimmen zusammengebracht. 80.000 hätten sie gebraucht. Ich finde, das ist dann doch eine Gelegenheit, wo man nochmal darauf hinweisen muss, wie unglaublich wenig die Leute wissen. Da schaffen es Menschen mit einem Schlagwort, das nirgends definiert ist, wo keiner weiß, was Massentierhaltung eigentlich ist, 100.000 Unterschriften zusammenzukriegen in einem Land, wo es nur 0,3 GV je Hektar gibt. Also falls es da irgendjemand noch mit dem Rechnen Schwierigkeiten hat, wenn Brandenburg ökologische Landwirtschaft betreiben wollte, müssten die erstmal ihre Tierhaltung verdreifachen. Das ist fast. Das sind Fakten, die die Leute einfach nicht wissen, die sie nicht kennen. Von daher können sie einem eigentlich nur leid tun und wir müssen aufgeklärt werden. Das ist das Wichtigste und deswegen stehen hier, denke ich, auch die meisten. Zumindest stehe ich hier, ohne Verband, ohne Partei, ohne irgendwie, ohne Zettel übrigens auch. Und ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, wie wichtig die Arbeit auch in den sozialen Netzwerken ist. Und ich hätte noch eine Bitte an die ganzen jungen Leute. Hier ist so viel von der Landjugend. Leute, ihr macht so tolle Videos, aber ihr teilt die alle untereinander. Ihr habt so eine Landwirtschaftsblase, wo die Dinger hin und her geschoben werden. Teilt die doch mal beim NDR, bei der Zeit, bei den ganzen Diskussionen im WDR. Da müssen sie rein. Jo, mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ich wünsche euch noch eine schöne Veranstaltung. Danke, Brigitta, dass du uns so spontan gezwungen haben, das noch gemacht hast. Finde ich richtig gut.